Hi, ich bin der Zankl und heute geht es um einen der großen Streitpunkte unter den Chili-Züchtern. Und zwar, soll ich die Königsblüte abschneiden oder stehen lassen? Zur Königsblüte, das ist die Blüte hier. Das ist die Blüte in der ersten Verzweigung der Chili. Da scheiden sich die Geister. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen da lassen oder abonnieren. Da sind nämlich noch genug da, die das noch nicht gemacht haben. Du hast abonniert, aber du nicht. Sehe ich. Wenn ihr Fragen habt, auch einfach in die Kommentare schreiben. Ich schaue, dass ich sie irgendwann beantworte oder ein Video dazu mache. Das ist jetzt eine Frage von Konstantin. Der wollte wissen, was ich davon halte zum Thema Königsblüte. Also von vorne weg, es wird in dem Video einfach keine präzise Antwort zu der Frage geben. Dazu halt einfach bloß meine Sicht der Dinge. Es ist halt so, die einen sagen, wegschneiden, dann kommen mehr Blüten, dann wächst die ganze Pflanze buschiger, dann was nicht alles passieren soll, wenn man die zupft. Ich habe keinen richtigen Dunst, woran das liegen soll. Sagen wir mal so, ich bin der Auffassung, dass wenn ich die knips, habe ich hinten raus einfach bei der Ernte einen Chili weniger. Ich habe das jetzt über die letzten Jahre immer mal wieder probiert, auch mit Vergleichspflanzen, also zweimal die gleiche Sorte. Bei der einen die Königsblüte weggemacht, bei der anderen stehen gelassen. Im Endeffekt waren die Pflanzen im Verhältnis relativ gleich. Also ich habe halt probiert, dass ich zwei Pflanzen mit einem ähnlichen Bau quasi genommen habe, von derselben Sorte. Ist jetzt keine empirische Studie, aber ich konnte jetzt nicht feststellen, dass sich durch das Entfernen der Königsblüte irgendwas in der ganzen Pflanze verändert hätte. Im Endeffekt fand ich es eher schade, dass ich dann eine Chili weniger hatte. Ich muss jetzt auch sagen, zwecks dem Ausdünnen oder sowas, da hilft eine Blüte jetzt nicht. Also Ausdünnen im Sinne von, wie jetzt bei einem Apfel oder bei einem Birnbaum, der halt Millionen 17 Blüten macht. Und wenn da jetzt aus jedem ein Apfel werden sollte, so viel Power kann der Apfelbaum gar nicht herbringen oder die Nährstoffe aus dem Boden nicht. Das muss ich jetzt sagen, ist bei der Chili nicht der Fall, weil ich habe hier einfach einen riesen Eimer. Ich dünge im Normalfall, heißt, die sollte alle Nähr- und Mineralstoffe kriegen, die sie braucht, dass sie auch die eine Blüte mehr mitversorgen kann. Wenn ihr jetzt andere Erfahrungen gemacht habt damit, schreibt mir einfach gern, erzählt mir eure Story dahinter. Wie habt ihr festgestellt? Wie habt ihr es verglichen? Wie kommt ihr drauf, dass es daran lag? Also ich bin der Überzeugung, lasst die dran. Das bringt nichts. Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Und dann muss ich sagen, ja, war's das schon. Wenn euch das Video gefallen hat, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Doch! Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer liken, abonnieren, kommentieren. Wenn ihr Bock habt, bei meinem anderen Format mitzumachen, könnt ihr euch auch gerne immer noch für ZISSMG bewerben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.